Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Shogun 2 Total War Fall of the Samurai. Ja, mit den Obama. Und lang, lang ist her. Ja, das letzte Video kam am 19.12. Ich weiß gar nicht warum. Also ich hatte extrem viel zu tun zwar, aber irgendwie kam ich dann nie dazu und habe immer gedacht, ach, jetzt wenn ich da jetzt wieder nur drei Videos bringe, das bringt es ja nicht oder so. Aber jetzt habe ich wieder Zeit und ich will dieses Projekt auf jeden Fall abschließen, weil es hat mir eigentlich viel Spaß gemacht und auch einigen von euch hat es ja gut gefallen, deswegen geht es hier weiter. Würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare, seid ihr noch dabei? Wart ihr damals schon dabei oder wurdet ihr erst jetzt irgendwie aufmerksam auf dieses Projekt? Wir haben ja auch in den letzten Wochen, also seit Anfang des Jahres quasi auch einige neue Abonnenten gewonnen. Vielleicht kommt ihr erst jetzt ja auf den Geschmack. Playlist findet ihr unten in der Beschreibung, würde mich auf jeden Fall freuen, von euch etwas zu hören. Vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz die aktuelle Situation an. Ich musste mich gerade erstmal selber so ein bisschen reinversetzen. Wir sind ja die Shogunatsvorhut und kämpfen gegen den Kaiser. Auf unserer Seite sind noch die Yusei und die Takatsuki, beziehungsweise hier oben noch die Matsuma. Ja. Und auf der Gegnerseite sind einige Clans mehr. Und vielleicht sollten wir uns mal kurz das Ganze anschauen in Ostfront und Westfront, wenn wir so wollen, weil wir als Obama liegen ja hier mittendrin. Wir haben hier angefangen in Wakasa, sind hier dieses Goldbraun so ein bisschen, ja, wenn man so möchte, braun eher, auf der Karte genau. Unsere Verbündeten, die Yosa hier unten blau, wir haben hier noch Feinde, die Aizu und hier oben noch die Sendai und hier kommen auch schon die Matsuma, die gelben. Wir haben eine Armee hier, wir werden es mutmaßlich nicht gegen diese Armee hier schaffen, wobei... Im Sommer könnte man es probieren, hier mal zu belagern. Wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir. Wir könnten natürlich auch hier rüberziehen. Ist halt so die Sache, wenn die hier dann rausziehen, wird es halt problematisch. Aber wir können es auch mal probieren, hier hochzuziehen und vielleicht nach Uzen und Miyagi. Ich meine, ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Matsume das hier dann bald schaffen. Naja. Okay, dann haben wir hier eine kleine Flotte. Wir sind auf der Seeseite, seeseitig relativ unterlegen. Das muss man einfach mal sagen. Das sieht man auch daran, dass hier ganz viele Schiffe vor unseren Häfen liegen. Auch immer mal wieder Truppen landen hier im Hinterland. Und alles Mögliche hier ziemlich raucht und kaputt ist. Ja, das ist natürlich problematisch. Aber aktuell sieht es von der Zufriedenheit einigermaßen ordentlich aus. Auch die Einnahmen sind in Ordnung. Wobei da natürlich deutlich mehr gehen würde, theoretisch, oder mehr schön wäre, weil auch die Gebäude bauen mittlerweile relativ viel Geld kosten. Wir haben auch hier unten, das haben wir erst vor kurzem erobert, einige Truppen als Garnison. Das heißt, falls wir hier mal angegriffen werden, könnten wir einiges zusammenziehen und könnten uns da bestimmt verteidigen. Beziehungsweise die Yosei gibt es ja auch noch hier. Die haben auch hier oben relativ viele Armeen übrigens. Da hoffe ich, dass sie jetzt mal hier Richtung Norden noch marschieren. Oder von mir aus auch Richtung Westen, ist mir relativ egal. Diese Insel hier, Sado, gehört den Koshu. Ja, das ist relativ umstritten immer. Hier haben wir die Provinz schon mal erobert und gehalten, haben wir sie verloren. Ich glaube, wir haben sie schon mal nochmal zurückerobert. Das ist relativ nervig hier oben. Werden wir auch erstmal sein lassen in nächster Zeit. Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier diese drei Gebiete noch erobern oder unsere Verbündeten. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann kommen wir doch an der Stelle jetzt gleich mal zu unserer Westfront. Wir haben hier eine Armee, die werde ich auf jeden Fall mal hier hinten defensiv halten. Falls wieder hier irgendwo gelandet wird, können wir die nutzen. Ansonsten haben wir hier vorne, ich glaube, Tango letztes Mal erobert. Kann das sein? Ne, wir haben es verteidigt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe vorhin reingeguckt, das habe ich schon wieder vergessen. Es ist gerade Winter. Nach dem Winter würde ich gerne hier nach Tosa vorrücken. Und hier mal angreifen mit unseren beiden Armeen, die wir hier haben. Das sollten wir dann ganz gut belagern können und hoffentlich auch erobern. Hier sind unsere Verbündeten mit einer Armee, die kriegt leider Verschleiß aktuell. Unsere Verbündeten haben hier unten auch etwas verloren an Provinzen. Ich hoffe, das wird nicht weiter vorgerückt von feindlicher Seite aus. Das wäre nicht so schön. Ansonsten ist hier noch eine verbündete Stadt und hier eine. Wie gesagt, unsere Verbündeten waren hier schon mal deutlich weiter vorne. Haben da ein bisschen eingebüßt an Gebieten. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt hier denen helfen würden und zügig vorrücken können. Was ist noch zu erledigen? Wir müssen noch drei treue Provinzen bekommen. Das heißt, die sind dann eben für den Shogun. Das müssen wir hinkriegen. Das geht vor allem über Zeit. Aber ich denke, die drei treuen Provinzen sind auch nicht so das große Problem. Eher die 12 gehaltenen Provinzen, die wir noch brauchen. Das wird noch, ja, eine Weile brauchen. Noch einige Parts brauchen. Es kommt halt auch immer drauf an, muss man an der Stelle mal sagen. Ich glaube, wir können eigentlich an der Stelle auch mal kurz eine Runde beenden, während ich hier noch rede.
Ja, es kommt natürlich immer auch darauf an, wann geht der KI die Truppenstärke aus. Also es kann natürlich sein, wir besiegen mal irgendwie ein, zwei Armeen und können relativ zügig vorrücken, weil durch in einigen Städten quasi keine Verteidiger mehr sind. Das wäre natürlich wünschenswert. Uiuiui. Ich glaube, hier mache ich erstmal einen Rückzug. Vielleicht kommen wir über die Brücke. Hoffen wir es mal. Ja. Gut, und er ist jetzt in unser Territorium rein. Das heißt, er kriegt hier auch Verschleiß. Sehr gut. Und hier bei der Brücke werde ich auf jeden Fall stehen bleiben. Stellen uns auch mal drauf. Genau. Wunderbar. Falls er jetzt hier rüberläuft und uns angreift, haben wir noch die Brücke als oder einen Flussübergang als Vorteil. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Und dann hoffe ich mal, dass so für unsere Verbündeten, die Matsumae hier oben jetzt eben frei ist, dass die es da reinrücken können und die beiden Gebiete erobern können. Und dann Fukushima. Weil mir wäre es einfach mal recht, wenn wir hier diese Ostfront erledigen würden. Dann erobern wir noch Sado. Und dann ist Feierabend. Ja, hier drüben, da haben wir noch meine Armee weiter frei. Und ob ich die drei Gebiete erobere oder unser Verbündeter, ist mir relativ egal. Genügend Gebiete haben wir hier drüben auch noch. Ja, also das ist, denke ich, nicht das größte Problem. Hui! Okay, die Tosa haben die Provinz hier freigezogen. Wenn das mal keine Einladung ist, liebe Leute. Die hatten wir ja auch schon mal gehalten, die Provinz, mussten uns dann aber zurückziehen, soweit ich mich erinnern kann, weil irgendwie im Hintergrund Truppen gelandet sind. Auswürfeln werden wir das auf jeden Fall. Und dann werden wir hier friedlich besetzen. Und können dann jetzt auch mit der Armee hier reinziehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wohin die Armee hier zieht. Die könnte natürlich jetzt richtig nervig hier außen rumziehen. Das wäre natürlich unschön. Ziehen wir mit der Armee hier rein, einfach zur Vorsicht. Könnten wir wahrscheinlich im Zweifel besiegen, wenn sie uns da angreifen. Aber ich werde wahrscheinlich mit den Armeen jetzt nächste Runde nachziehen. Auch für den Fall der Fälle, dass sie die Stadt hier erobern sollten. Das wäre natürlich unschön. Genau, gucken wir mal. Aber sie kriegen auf jeden Fall jetzt auch hier Verschleiß für die nächste Runde. Das ist schon mal ganz schön. Ich denke, hier oben könnten wir mal. Ich überlege gerade, wir erforschen gerade, das sollten wir uns vielleicht auch anschauen, hier Handelshausauswahl, minus 10% auf die Unterhaltskosten aller Armeen und Flotten, das wird uns einen richtig schönen Bonus geben, geldweis, geldseitig. Hier plus 2 Repressionen wäre auch mal richtig schön, also das könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass wir das dann als nächstes machen. Also da könnten wir einfach mehr Zufriedenheit in unsere Länder, in unsere Provinzen kriegen, können vielleicht auch häufiger oder schneller die Steuern reinnehmen, brauchen weniger Truppen. Gerade in neu eroberten Gebieten, also das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Und ich überlege gerade, haben wir diese eine Geschichte da erforscht, die genau weniger Kosten für Bauernhöfe gibt hier, genau. Ich glaube, da war ich noch relativ beschäftigt mit hier diese Bauernhöfe auszubauen, zumindest mal auf dieses eine Level hier. Oder hatten wir das mittlerweile überall? Ne, hier zum Beispiel noch nicht, dann machen wir das mal. Und ja, warten auch einfach mal. Wir können auch ein bisschen Geld sparen. So ist nicht. Die Yosai laufen irgendwie auch komisch rum. Da wäre ich echt mal dankbar über ein bisschen Unterstützung. Wisst ihr was? Wir werden das hier mal ausreparieren. Dann haben wir das auch mal geschafft. Und, oh, das sollten wir auch reparieren. Ha, da reicht dieses Geld auch noch. Sehr schön. Dann könnten wir eigentlich. Die Frage, wie viele Truppen unsere Verbündeten hier eben haben, die Takatsuki. Vielleicht werde ich da mal schauen, einfach nur für den Fall der Fälle, dass die hier ein bisschen Truppen haben, um einfach die Flanke jetzt zu schützen. Nicht, dass es dann schnell geht und wir sind hier unten irgendwo beschäftigt oder so. Wäre nicht so schön. Im Zweifel ist das hier die schlagkräftigere Armee, glaube ich, ja. Gucken wir mal. Ach, hier wollen wir gerade nichts machen, da fehlt noch irgendwo ein Punkt, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie oben zur Schlacht kommen. Die würde ich aber auch auf jeden Fall spielen, falls sie uns jetzt da oben angreifen. Die Sendai. Ah, sie ziehen sich zurück, okay. Vielleicht kommt von hinten jetzt eine Armee von unseren Verbündeten. Das wäre natürlich gut möglich. Wachsende Unruhe hier drüben. Ah, das ist natürlich unschön. Kriegen wir das im Griff? Was ist hier das Problem? Widerstand gegen Invasoren und so weiter. Ja, ich denke, wir werden einfach mal ganz kurz hier die Steuern rausnehmen. Oh, ihr seht, wir kriegen auch schon 6.200, wenn alle Provinzen
Steuern enthalten. Okay, hier sind quasi keine Truppen drin. Wie sieht es hier drüben aus? Auch nicht. Ja. Das ist natürlich echt ein Problem. Wie sieht es denn aus? Wie viel können wir hier an Truppen rausziehen, ohne dass das hier ein Problem wird? Wir können auch einfach die Steuern rausnehmen. Sehr gut. Dann rücken wir hier auch mit der Armee weiter vor. Hoffen, dass hier die Takatsuki die Frontlinie halten können. Ich weiß ja nicht, wo die eine Armee von denen hin ist. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall echt wünschenswert. Ah, hier sind die Hiroshima, ist hier die Fraktion. Das heißt, die haben nur eine Provinz. Vielleicht, möglicherweise, kommt dann hier auch gar keine Gefahr in die Richtung. Aber wir haben ja jetzt mal unsere Agentin hier stehen. Unsere Geisha, das ist gut. Deswegen schauen wir da einfach mal weiter, dass das dann in dieser Position auch bleibt. Ansonsten überlege ich gerade, haben wir irgendwo... Wie sieht es denn hier zufriedenheitsmäßig aus? Ganz ordentlich. Aber ich überlege gerade, haben wir irgendwo irgendwelche richtig krassen Ressourcen, die wir noch ausbauen könnten? Nee. Hier sieht es aus, als hätten wir es schon fertig, ja. Hier Gold, ja. Das tatsächlich wäre eine Idee. Maschinen brauchen wir dafür. Als Ressourcenteile, okay, interessant. Ja, Bin ich jetzt auch nicht der größte Fan gerade von. Das könnten wir einfach mal hier ausbauen. Wir haben äußerst zufriedene Bevölkerung hier. Das passt also, können wir mal machen. Einfach damit wir ein bisschen unser Geld ausgeben und dadurch dann neue Gewinne abziehen können. Das wäre einfach wunderbar. Ansonsten, ich probiere die nochmal zu triggern, die Feinde, falls sie da noch irgendwo stehen. Vielleicht kommen sie ja wieder und dann ziehen wir uns im Zweifel nochmal zurück, aber dann kriegen sie nochmal Schneeschaden, mutmaßlich. So, gucken wir mal. Wie es auch so weitergeht, ich gucke auch immer während der Rundenberechnung hier oben auf die Minimap. Ah, da kommt die Armee sogar, aber sie reicht nicht ganz zu uns hin. Totomi wird belagert. Ah ne, der Hafen wird beschossen. Das ist natürlich blöd. Ja, ich werde den jetzt auch nicht gleich ausbauen. Das kostet mir recht viel zu viel Geld. 1100. Da kommt eine Feindarmee. Dann hoffe ich mal, dass die hier landet und nicht hier drüben. Das wäre uncool, wenn sie hier drüben landet. Und ansonsten, ich denke, wir werden auch mal tatsächlich ein bisschen an unserer Flotte weiter werkeln. Und hier mal nochmal das ein oder andere größere Schiff bauen, oder? Schau mal gerade. Ja, so wirklich große Schiffe mit 32 Kanonen oder so. 26, meine ich. Wären eigentlich mal ganz schön. Unterhaltskosten sind natürlich enorm. Und auch die Baukosten. Aber ich denke, eins davon werden wir uns auf jeden Fall mal gönnen. Das hilft uns auf jeden Fall auch einfach. Und so eins noch. Und dann muss man ja auch bedenken, 10% der Rekrutierungskosten bekommen wir ja auch bald quasi weg. So, und ihr habt es gesehen, oben auf der Minimap, unsere Verbündeten, die Matsuma, haben hier oben die erste Provinz erobert. Von den Sendai. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt hier warten. Oder wir können jetzt hier warten, bis sie uns hier angreifen oder so. Oder sich wieder zurückziehen oder vernichtet werden. Wenn sie vernichtet werden, ist die Armee weg. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Und hier rüberziehen wäre dann bestimmt auch möglich und einfach belagern. Ich hoffe einfach, dass die Yusai es hinbekommen, hier noch ein bisschen was Vernünftiges zu machen. Wir haben denen auch schon unbegrenzten militärischen Zugang gegeben, also daran liegt es nicht. Ja, müssen wir mal hoffen, dass die das ein bisschen auf die Reihe bekommen. Oh, unsere Verbündeten haben hier diese Provinz verloren, an diese eine Armee mutmaßlich. Das heißt, wir ziehen jetzt hier durch. Wir werden schon gucken. Oh, hier haben wir den ausländischen Veteran. Den stellen wir natürlich wieder in die eine Armee hier rein. Fällt mir auf, der soll eigentlich nicht hier drüben bleiben. Oh, jetzt haben wir hier minus eine Zufriedenheit. Dann bauen wir einfach mal eine Herban-Infanterieeinheit. Das ist schon okay. Vielleicht können wir hier dafür wieder die Steuern reinnehmen. Ne, können wir nicht. Okay. So.
Ja, und wie lange braucht das Schiff hier? 3 Runden, ja. Und das hier 2 Runden. Okay, ja. Aber ich denke, damit könnten wir auf jeden Fall mal hier diese Schiffe, wenn wir Glück haben, mal besiegen. Und dann hätten wir auf jeden Fall auch schon mal wieder einen Vorteil, weil dann können wir unsere Gebäude hier ausbauen. Es gibt mehr Geld, mehr Zufriedenheit in den Provinzen und so weiter. Und wir müssen uns nicht ständig vor irgendwelchen Invasionen vielleicht sorgen, die wir dann vielleicht auch schon eher abwehren können. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. So. Jetzt gucken wir mal, was hier oben passiert. Okay, da kommen die nächsten Schiffe, die schießen uns schon wieder. Ungünstig, natürlich. Okay, jetzt werden wir hier wieder angegriffen. Ich ziehe mich mal nochmal zurück. Das geht wieder auf die. Oh. Geht nicht ganz auf die Dinge. Ha, warum ziehen die sich nicht wieder auf die Brücke zurück? Ich finde ja manchmal wäre es cool, wenn man selber sagen kann, wo sie sich zurückziehen sollen, in einem bestimmten Radius zumindest. Aber, liebe Leute, wir schlagen natürlich die Schlacht jetzt und die wird auch sehr interessant werden. Der Feind hat viele Nahkämpfer, wir haben viele Fernkämpfer, der Feind hat viel Kavallerie. Wir haben nur etwas Speerträger, soweit ich das jetzt gerade in Erinnerung habe. Ah, es ist tatsächlich noch eine Brückenschlacht. Aber der Feind ist, glaube ich, näher an den Brücken, als wir es sind. Deswegen, und auch hier oben ist noch ein Flussübergang hier. Das wird interessant. Aber wenn wir die Armee besiegen, könnten wir wahrscheinlich nach Echigo vorrücken. Denk nicht, dass der da noch ordentlich mehr Truppen hat. Nicht nach Echigo, in ihre letzte Provinz meine ich, vorrücken. Ich denke, da wird nicht noch mehr an Truppen sein. Kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Wobei, bei der KI auf sehr schwer weiß man ja nie so. Ja? Da haben die irgendwie immer total viel Geld und total viele Truppen. Oh, schlechtes Wetter ist auch noch. Zusätzlich, das ist natürlich ungünstig für uns. Okay, das heißt, wir müssen jetzt unsere Truppen mal so nehmen, dass wir möglichst schnell hier vorne an der Brücke und am Flussübergang sind. Und das Ganze noch zu unseren unseren Gunsten etwas zu nutzen. Ja, gut, schauen wir mal, ob wir hier recht zügig hinkommen. Ach nee, der startet schon auf unserer Seite. Oh. Ach, der konnte auf unsere Seite rüber. Ah, zumindest mit einem Teil der Truppen. Okay, das ist jetzt natürlich echt ungünstig. Deswegen stellen wir uns hier mal oben auf den Hügel in der breiten Formation. Wobei, so breit können wir uns nicht aufstellen. Dafür können wir aber dieses Doppelfeuer aktivieren. Das ist ganz ordentlich. Können dieses gliedweise Feuern hier aktivieren. Das sollten wir dann auch tun. Ja, ich meine, ein Teil seiner Truppen kommt halt erst rüber. Oder sollen wir pushen? Könnten natürlich jetzt auch pushen. Ich glaube, wir pushen. Ja, wir pushen, liebe Leute. Und hoffen, dass wir rechtzeitig hier rüberkommen, dass wir da schon mal auf die feuern, beziehungsweise auf die Truppen, die da rüberkommen. Vielleicht habe ich ja auch ein bisschen zu sehr gezögert gerade. Das kann natürlich möglich sein. Vor allem, die stehen gerade hier so schön. Schade, dass wir keine Artillerie haben, hä? So, wir stoppen mal alle unsere Truppen, weil hier schon die erste Kavallerieeinheit kommt. Oder die ersten beiden. Die sollten wir eigentlich abschießen können. Bevor sie. Ach, das sind Bogenkavalleristen und Yari-Kavallerie. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass die hier nicht. Okay, ich habe mich hier echt ein bisschen verschätzt. Das ist natürlich ungut. Ziehen wir die Kavallerieeinheit hier mal zurück, damit die dann gliedweise feuern können hier. Und hoffen. Oh, da ist nochmal mehr Kavallerie. Okay, man merkt, ich habe schon wieder eine Weile kein Shogun mehr gespielt. Ungünstig. Versuch hier mal noch ein bisschen breiter aufzustellen. Beeilt euch. Und dann machen wir den cleanen Beschuss rein. Im Prinzip jetzt. Und mit denen stelle ich mich auch noch ein bisschen breiter auf. Mach auch den kniehenden Beschuss rein. Die anderen, die Heerbanner, können das ja nicht.
Okay, da kommt eine Kavallerieeinheit, die verreißt natürlich komplett. Warum auch immer die so bescheuert hier stehen, die waren noch nicht, offensichtlich noch nicht ganz bereit. Den ziehen wir hier rüber. Die Kavallerie zieht sich mal zurück, bitte. Den ziehen wir uns auch zurück. Die stellen sich immer ordentlicher hin. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall hier drüben Speerträger, ganz dringend. Und hier müssen wir jetzt in den Nahkampf gehen. Ah, warum haben die Idioten echt sich nicht vernünftiger hingestellt, schneller? Achso, die müssen wir... Ich fürchte, euer General schwebt in großer Gefahr. Ich hasse es, dass man diese Fähigkeit hier nochmal separat rausnehmen muss. Oh Leute, ich glaube, wir verlieren die Schlacht. Das ist natürlich ein wunderbarer Einstand hier heute. Und dann ziehen wir uns mal weiter zurück hier an der Stelle. Ziehen uns auch mit der Kavallerie hier mal zurück. So, die sollen hier ruhig mal schießen. Wir reiten mal mit... Oh, die Kavallerie. Ich muss jetzt dringendst mal hier außen rum reiten, um hier mal ein paar Kills zu machen. Und vor allem hier sind nur Katana-Kachi. Kriegen wir damit. Leider fliehen hier unsere Speerträger. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber hier läuft es ganz ordentlich. So, das sollten wir hier ganz gut hinkriegen. Jawohl. Sehr schön. Läuft hier drüben. Die Herbaner sollen auf jeden Fall mal angreifen. Mit der Kavallerie können wir auch hier mal außenrum reiten. Wo steht hier unsere Kaff? Die soll mal hier rausreiten. Dann vielleicht gleich in den Rücken der Herbaner. Okay, hier unsere Katanas verrecken ziemlich ordentlich, aber... Was soll's? Geht es darum, dass unsere Schützen da so lange wie möglich hier reinschießen können. Ja, und es funktioniert auch wunderbar. Jetzt haben wir hier mal einen Angriff in den Rücken von diesen Herbannern. Das hilft natürlich auch. Oh ja, das hilft. Ja, das ist wirklich wunderbar. Oh ja, seht mal, wie viele Leute hier schon liegen. Also auch von unseren, man sieht es ganz gut. Oh, die Kaff habe ich vergessen hier. Ist natürlich jetzt ungünstig. Sollte ja eigentlich außen rum reiten. Dann stellen wir uns hier neu auf und gehen dann natürlich wieder in das gliedweise Feuern rein, so schnell wie möglich. So, was macht die Kavallerie hier? Oh ja, mit der warten wir mal kurz, bis es hier zum Nahkampf kommt. Die sollten da noch einiges an Moral verlieren und dann reiten wir hinten rein. Amber und Amos. Ja, jetzt haben sie relativ wenig Moral. Jetzt sollte der Charge kommen, bevor sie sich irgendwie fangen. Oh ja, kriegen sie nochmal eine Salve mit denen hinten in den Rücken. Dann ziehen wir hier vor. Im Zweifel stellen wir die mal hier hin, falls die es irgendwie doch gegen unsere Kavallerie aushalten sollten. Aber ich denke mal eher nicht. So, und dann kriegen unsere Leute hier wieder gliedweises Feuern rein. Wo ist denn unser General hier? Der steht da drüben, der kann hier ein bisschen reinschießen. Da kommen jetzt natürlich richtig schön die Salven hier rüber. Das ist wunderbar. Auch hier in die Bogen-Key. Sehr schön, jetzt haben wir es doch gewonnen. Mit ordentlichen Verlusten allerdings. Puh. Ja, erste Schlacht in Shogun nach einer Weile und gleich wird's stressig. So, liebe Leute, ich denke, wir können noch hier die ein oder andere Einheit vielleicht... Oh, unsere Kavallerie wurde jetzt wahrscheinlich vernichtet durch meine unüberlegte weiteren Beschuss hier. Aber ich denke, wir können das Gefecht beenden. Teurer Sieg, ja, das sehe ich auch so. So. Dann, würde ich aber trotzdem sagen, war das eine wichtige, eine gute Schlacht. Wir haben
die Armee besiegt, haben jetzt mutmaßlich die letzte Armee, Pyrrhus-Sieg, ja, kann man so sagen. Wow, ziemlich angeschlagen. Oh, wir haben sogar die Kavallerie und so noch behalten, sehr schön. Keine Armee wurde von Einheit wurde vernichtet, das freut mich. Ach du Shit, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir haben die Armee, wir haben jetzt die Sendai besiegt. Aber nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen mit dieser Armee jetzt uns dringendst zurückziehen. Weil gegen die schaffen wir es nicht. Nee, das sind nochmal so viele. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen Rundenzeit gewinnen, sage ich mal vorsichtig. Und ziehen uns mal zurück. Und ansonsten sind sie hier in Hiroshima gelandet. Ach du Scheiße, das sind ja zwei Armeen. Kriegen wir die besiegt? Ja, kriegen wir die besiegt auch, ja. Gut, das sind jetzt echt nicht so viele gute Truppen hier. Sollten wir ganz gut hinbekommen. Frag mich nur, woher die jetzt so extrem gelandet sind. Hier sieht es noch ganz ordentlich aus. Hier unten haben sie auch nicht mehr verloren oder so. Das ist wichtig. Und dann können wir hier mal belagern, würde ich sagen. Ja, belagern, weil mehr geht hier nicht. Ja, weil angreifen können wir die Stadt nicht. Das ist unmöglich. Wir müssen das jetzt hier aussitzen, 4 Runden lang. Und hoffen, dass in der Zeit nichts weltbewegend anderes, Schlimmeres passiert. Hier drüben oder sonst wo. Oder hier unten. Wäre natürlich auch schön, wenn die KI es mal auf die Reihe kriegen würde, mit dieser Armee hier, hier rüber zu laufen. Die Stadt hier übrigens richtig reich. Da war ich ja früher mal ganz traurig, dass wir die nicht bekommen haben, sondern unsere Verbündeten. Jetzt ist nochmal die einmalige Gelegenheit, sage ich mal, dass wir die Stadt erobern können. Also das ist wunderbar. Bisschen unfair natürlich gegenüber unseren Verbündeten, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das repariere ich hier einfach mal. Ansonsten wäre es natürlich auch mal schön, auf diese eine Goldmine da zu sparen. Wie viele Einheiten haben wir hier eigentlich drin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Wir könnten theoretisch noch eine Einheit hier rekrutieren. Ja gut, okay. Was rekrutieren wir hier? Vielleicht tatsächlich nochmal so eine Katana-Kachi-Einheit von hier drüben. Ja, warum nicht? Leider keine gerade auf Vorrat hier schon da. Das reparieren wir auch. Hätte ich gerne schnell wieder richtig. Und dann werde ich mal mit diesen Truppen hier den Angriff wagen. Oder, nee, das wagen wir, machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Das war übrigens Part 40, wenn ich mich nicht täusche. Also vielen, vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch, dass wir wieder hier zurück sind. Bis dann, ciao Leute, bis morgen. 16 Uhr, ab sofort übrigens.